willkommen zu Biomutant. Ich hoffe, ihr findet Gefallen dran und dann starten wir auch schon direkt rein in die Folge. So. Möchte unbedingt. Natürlich. Was hast du denn Hübsches? Was hast du denn? Okay. Das ist jetzt doof. Die kaufe ich mal. Die eher nicht so. Na gut. Wo ist die Musik hin? Musik hat alle? Aha. Nehme ich. Okay, Zusatzteile. Oha, das sieht gut aus. Eingetötet. Jawohl. So, eine überragende Beute und diese Waffendudes. Wo ist diese eine überragende Beute noch? Boah, das ist aber sehr leggy. Oh. Ja, der verschwindet. Der Illusionstyp taucht immer noch auf. Das finde ich sehr, sehr eigenwillig. Boah. Warum leckt das hier so bösartig? Was ist hier so im gerade so Sichtradius, dass er das immer wieder nachlädt? Ah, der sitzt da einfach am Felsen. Okay. Ups. Bin gegen die Bombe gekracht. Was passiert im Eifer des Gefechts? Natürlich. Freut sich, dass du deine Vergangenheit abgelegt hast und jetzt eine bessere Person bist. Aha. So, wir nehmen mal kurz den hier. Und den hier. Sehr schön. Aber mir fehlt noch eine überragende Beute. Wo? Boah. Ich denke, das ist die Festung, die da die ganze Zeit mitlädt. Die ist, glaube ich, schon zu nah. Irgendwo muss noch eine überragende Beute sein. Lecks sind gerade echt ekelhaft. Das hier ist ja nur... Ja, hier ist nichts. Ja gut, habe ich nicht gekriegt. Hast gewonnen. Ja, hier ist halt einfach nichts. Wo könnte es sein? Ha. Okay, das war zumindest eine Kiste. Aber nicht die, die ich gesucht habe. Irgendwo muss es noch eine geben. Das hier war das. Du bist aus einem Grund hier. Doch du musst in Erfahrung bringen, welcher es ist. Aha. Ah nee, hier habe ich alles. Oh. Da war doch noch eine Kiste, die wird mir nicht angezeigt. Da wird mir einfach der Öffnungspunkt nicht angezeigt. Da eine Korb glitscht da schön durch den Boden durch. Okay, die habe ich geöffnet. Das, die da. Und hier ist auch keine weitere.
Und hier ist auch nichts weiter. Bin ich auch schon mit Entchen hingefahren. Wow. Und du bist einfach nur ein Händler. Da oben drauf auch nicht. Ist das da eine Kiste? Kiste ja, aber nicht die überragende Beute. Das ist jetzt. Jetzt doof. Du wirst einen guten Tag haben. Du hast ihn dir verdient. Das ist nett von dir, aber solange ich die überragende Beute nicht habe. So ein wunderbarer Tag. Nee, nicht solange ich die überragende Beute nicht habe. Da ist der Tag gar nicht so toll. Wo könnte denn das sein? Klatsch. Wo könnte es sein? Fragt, ob du Whis kennst, den Erbauer des Octopods. Nee. Nicht alle können die Sichtweisen des Pichu-Stamms teilen. Okay, ich dachte, er erzählt mir was von Rhys. Aber hat sie wohl nicht so auf dem Schirm gehabt. Nur so beiläufig. Es stört mich jetzt, ich will die überragende Beute haben. Es ist die letzte. Die muss doch einfach irgendwo rumstehen. Jetzt wird schon wieder Nacht. Teilweise sogar eher positiv ist, da sehe ich das Leuchten von der überragenden Beute besser. Wahrscheinlich zumindest. Hast du hinter deinen Dings. Nee. Hast du nur noch mehr Zniegen. Da oben war ich. Hier war ich auch drin und obendrauf auch. Im Dunkeln kann man nicht so weit sehen. Das stimmt. Aber meine Stimme verflüchtigt sich gerade schon wieder. Moment. Uiuiuiui. So. Wo ist die Beute? Ich hätte gern die Beute. Sie sollte überragend sein. Das wäre mein Wunsch. Zeigt sie mir. Überragend, wie sie ist. Oh, da. Was ist das da? Oh. Das war's nicht. Haben wir hier noch sowas? Nee, aber nicht. Ah, wieder diese Trötendinger. Hi. Langsam nervt's. Wo ist es? Was habe ich übersehen? Irgendetwas habe ich übersehen. Und ich weiß nicht, was es ist. Nur die Lags momentan. Die übersehe ich natürlich nicht. Die sind einfach zu umfangreich schön. Hey, ihr zwei.
findet sogar es tatsächlich Schaden, dass du Steinalt kennst. Er weiß mehr als alle anderen über die Natur und wie sie geheilt werden kann. Er ist ja auch steinalt. Aber man bekommt echt wenig Feuerschaden, wenn man sich ins Feuer stellt. Das finde ich ganz gut. Wenn ich mich jetzt hier so reinstelle. 49, 48. Okay, könnte natürlich auch an meiner Resistenz liegen, meiner Feuerresistenz. Die wird da bestimmt auch noch mit reinspielen. Na klar. Du wärst ein gütigeres Kindling gewesen. Aber zum Glück hast du dich zum Besseren gewandelt. Wow. Ich war ein tolles Kindling. Zumindest meistens. Möchte, dass du ihm sagst, wie zerknirscht er ist, wenn du Steinalt das nächste Mal triffst. Wow. Beleidigen, da ging's jetzt aber wirklich nicht. Ich finde die überragende Beute nicht. Und diese massiven Lecks regen mich ein bisschen auf. An diesem Ort hier. Beute, sei überragend und zeige dich mir. Jetzt. Au. Schön mit dem Gesicht gegen die Wand. Das ist immer am schönsten. Hey, ihr seid ihr, hätte ich fast gesagt, aber du bist nur noch allein. Fragt sich, warum jemand in so einer dunklen Nacht noch draußen ist. Ja, weil ihr die überragende Beute vor mir versteckt. Darum. Ja, ich werde nicht fertig. Irgendwo, das ist wieder irgendwo, wo kein Schwein hinguckt. Ist das jetzt wieder wie dieses Samendingsbums? Das ist irgendwo außerhalb der Stadt? Das wäre natürlich äußerst frech. Bei mir wird auch nicht angezeigt, dass ich die Stadt wieder betrete. Sondern als wäre ich die ganze Zeit noch im Radius. Na, ihr Zniegen. Entspannt euch schön. Ich tue es auch. Meistens zumindest. Ja. Ja, Das ist nichts zum Buddeln. Und hier ist halt Wasser. Ah, und ab hier fängt es schon an. Das ist natürlich schlecht für mich. Es könnte doch einfach irgendetwas sein, was verbuddelt ist. An irgendeinem Buddelpunkt. Ah, jetzt doof. Ja. Ich werde mich mal ganz kurz hier um das Eingekaufte kümmern. Aber nur mal ganz kurz. Das möchte ich mir mal anschauen. Also bis gleich sofort. Fertig. Habe eigentlich im Grunde genommen nur eine Waffe geändert. Die Nahkampfwaffe, die mit der Kettensäge hat jetzt eine kleinere Klinge bekommen. Und damit ist es eigentlich nur noch eine Kettensäge. Bei der kleinen Klinge mit dem riesen Aufsatz von der Kettensäge, ja. So, jetzt das ultimative Problem. Ich brauche immer noch diese eine überragende Beute und ich habe keinen Plan, wo die ist. Das wird jetzt eine lästige Suche, muss ich mal so sagen.
Okay. Natürlich habe ich hier nicht hintergeschaut. Natürlich. Wie sollte es auch anders sein? Natürlich. Okay, ja, zum Glück. Zum Glück haben wir das. So. Ich kann auch von der Seite dann ran. Da ist auch noch ein Ballon. Okay. Ich würde zumindest da mal rüberschauen wollen. Norden. Da. So, Leute. Ich verlasse euch. Meine Taten sind getan. Dinge sind erledigt. Oh, komm ich da überhaupt so lang? Ja, Brücke. 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 Hüpf. Schön nach in Norden oder so ähnlich. Irgendwo muss dann hier eine Höhle sein. Oh, hallo. Hi. Ich habe gehört. Behauptet, seltsam. Verstehe. Ja, du hast nichts von Interesse. Ciao. Das klang interessant. Ah, Mist. Die Waffe war nicht geladen. Hang. Ein Blatt. Nimm das. Ah, Mist. Mist. Die Mikrowelle. Au. Au. Ich würde es als tot betiteln. Danke. Und das dürfte die Höhle sein. Aber ich habe hier gerade was gesehen. Wir beten erstmal. Auf guten Loot. Du bist über Bum-Bunker 3J gestolpert. Einen der ältesten Bunker. Schön. Flott. Schon. So, zweimal überragende Beute muss hier sein. Oh. Aha. Und hier geht's aber auch lang. Okay. Wir tun natürlich beides tun. Dup, 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 dup. Ja, hübsch, hübsch, hübsch. Hier ist schon mal eine. Das war aber ein neckischer Hut. Okay, hier ist einfach... Ah, hier. Okay, wo gehe ich hier gerade lang? Fall auch was. Aha. Hey, guter Schuss.
Ja. Das Nachladen dauert schon ein bisschen. Aha, danke, danke. So, hier ist aber nichts mehr. Nein, da geht's nicht mehr lang. Oh, räume ich das Feld da jetzt von hinten auf? Sieht so sehr danach aus. Das solltest du behalten. Ja, ich versuch's. Aha. Ah, fehlt der Motor. Ich räume tatsächlich das Teil von hinten auf. Ein schlauer Gegner würde jetzt abhauen. Wenigstens gibt es eine Aufwandsentschädigung. Naja, aber wirklich nur eine kleine. Herr Blümli? Hä? Okay, gibt's hier irgendwas? Buddelzeug oder so? Hä? Jetzt habe ich erst den Bunker betreten? Okay. Aber hier fehlt mir noch eine überragende Beute. Definitiv. Aua. Ah. Na. Katsching. Jawohl. Klatsch. So will ich das sehen. Oh, und wieder raus hier. Gleich viel schöner. Okay. Da ist eine Hütte. Und hier ist ein Riesengebiet mit sieht nach Atomkraft, was auch immer aus. Ich schau mir mal das Häuschen an. Das wächst hier aber komisch. Das da. Sieht ein bisschen nach Lagerhalle aus. Oh, die Textur kam aber spät. Diese Ziegelhütte sieht noch nicht geplündert aus. Aha. Hallo. Tag. Au. Au. Stufe 29. Treffer. Gute Nacht, mein Freund. Gute Nacht. Das sieht man nur selten. Naja. So selten jetzt echt nicht. Oh, was mach ich? Was ist das? Jetzt alles tot? Ich hoffe doch. So. So viel scheint hier aber gar nicht zu sein. Ich habe jetzt aber auch nicht aufgepasst, ob hier eine Anzeige ist, ob es hier gewissen speziellen Loot gibt. Ich nehme erstmal das Offensichtliche und dann gehen wir mal ganz kurz auf Abstand und gucken mal, ob es hier was Tolles geben soll. Ah, Container. Kann ich... Oh! We'll be right back.
verstehe schon.